Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Jesus, we adore you, we praise you, we glorify you. Jesus, wir beten dich an, wir verherrlichen dich, wir preisen dich. We thank you for being present with us in this chapel all the hours of the day. Wir preisen dich, dass du jeden Tag, den ganzen Tag hier mit deiner Gegenwart in dieser Kapelle bist. Thank you for allowing us to behold your face every moment of the day. Danke, dass du uns befähigst, dir zu glauben, an jedem Augenblick des Tages. Be it night or day, whether we are busy or not, we are here, Lord, you have made us available. Und ob Tag oder Nacht, du bist hier, Herr, du stehst uns zur Verfügung. It is your grace that has made us available to be in your presence. Es ist deine Gnade, die es gefügt hat, dass wir hier immer bei dir sein dürfen. You called us and you anointed us. Du hast uns gerufen und du hast uns gesalbt. You gave us the desire to look at you. Du hast uns diese Sehnsucht gegeben, dich anzuschauen. You gave us the intention to listen to you. Du hast es uns zu einem Anliegen gemacht, auf dich zu hören. You made our will to obey you. Du hast unseren Willen gefügig gemacht, dir zu gehorchen. Here we are before you, Jesus. So sind wir hier vor dir, Jesus. Let's raise our hands and acclaim the presence of the Lord by spontaneously praising and worshiping. Erheben wir unsere Hände und preisen wir den Herrn mit Halleluja, das, was uns wirklich spontan in den Sinn kommt. Halleluja, 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 Halleluja. Thank you, Jesus, praise you, Jesus, glorify you, Jesus. Halleluja, 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 Halleluja. Thank you, Jesus, praise you, Jesus, Halleluja, Halleluja. We adore you, we glorify you, ask you, Lord, to fill us with your Holy Spirit. Halleluja, Halleluja, thank you, Jesus, praise you, Jesus, Halleluja. Amen. Please be seated. Nehmt bitte Platz. Wish you all a wonderful evening. Guten Tag. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Oh, guten Abend. Guten Tag. Okay. So we are going to continue our meditation that we left yesterday. Also wir machen dort weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Are you aware or are you you know wisst ihr noch ein bisschen von dem, was wir gestern gemacht haben? Ist es euch noch bewusst? What we discussed yesterday? Worüber haben wir gestern gesprochen? Anything in your memory? Ist irgendwo was da? Or is it fresh with nothing inside? Seid ihr ganz frisch und ganz leer und habt nichts mehr von dem? Ego. Ego Drama. Ah, oh, we spoke about the drama. We spoke about the ego drama, okay? Also, wir haben über das Ego Drama gesprochen. Any other drama? Only ego drama? Nur über das Ego Drama oder gab es noch ein anderes Drama? Theo Drama. And Theo Drama. Also and, mit okay. Theo Drama. Okay. The movement. Ah, we spoke about Pope Francis' invitation that the church is not a museum, but church is something that is in motion. Wir haben darüber gesprochen, dass Papst Franziskus uns aufgerufen hat und gesagt hat, die Kirche ist kein Museum, die Kirche ist in Bewegung. The often repeated phrase of Pope Francis is, Chiesa in cammino.
Also die Kirche ist auf dem Weg. Can you say that Italian word with me? Chiesa in cammino. In German, it will be? In Deutsch. Kirche auf dem Weg. Okay, wonderful. Okay, so for this, okay, we said many things. We also spoke about, prayer and the desire to pray and the difficulties about prayer, the temptations about prayer. We said something. Also wir haben dann auch über das Gebet gesprochen, über die Entscheidung zu beten, über die Versuchungen zu beten und über die Fortschritte im Gebet. Yes? Stimmt das? Erinnert ihr euch? Okay, wonderful. So I just want to begin from where we are. We have much time to pray, we have opportunities to pray, we have the desire to pray, but... Also, wir haben die Möglichkeit hier zu beten, wir haben das Verlangen auch zu beten, wir haben uns entschieden zu beten, wir haben viel Zeit hier zu beten, aber... When we begin to pray, we also experience difficulties. Aber wenn wir anfangen zu beten, dann spüren wir auch Schwierigkeiten. And one of the difficulties or the temptations that the Catechism taught us that though we may not say it and verbalize it was. Und eine dieser Versuchungen, die uns der Katechismus sagt, die uns vielleicht manchmal gar nicht so bewusst sind oder die wir auch nicht ins Wort bringen, ist folgende. Or in other words, the source of this difficulty. Also diese Quelle dieser Schwierigkeiten. Just like the tap, we have the tap in our in our rooms, in our toilets, we open the tap and we get the water because there's a source. Also so wie im Badezimmer, wir machen den Wasserhahn auf und das Wasser kommt, weil es gibt irgendwo eine Quelle. Similarly, when we begin to pray, when we try to pray, so ist es auch, wenn wir anfangen zu beten, the source is so full and so the difficulties come in very, very quickly. Dann ist die Quelle so voll und die Schwierigkeiten kommen auch ganz schnell mit. Sometimes it comes with force. Manchmal kommt es mit Gewalt. And we are very often not able to articulate it. Und wir sind manchmal nicht in der Lage, das zu artikulieren, ins Wort zu fassen. And the Catechism taught us that this difficulty is actually from lack of faith. Yesterday we saw that. Und wir haben gestern gesehen, dass diese Schwierigkeiten daher kommen aus unserem Mangel an Glauben. Whether we want it or not, if our faith is weak, the more difficult it will be to pray. Also, ob wir es wollen und wissen oder nicht, wenn unser Glaube schwach ist, je schwächer unser Glaube ist, je mehr Schwierigkeiten haben wir zu beten. That's why any exercise on prayer, any meditation on prayer should begin by acknowledging this difficulty. Und deswegen sollte es jedes Gebet wirklich beginnen damit, dass wir um diese Schwierigkeiten wissen. And the disciples were aware of this and they asked the Lord, Lord, increase our faith. Und den Jüngern, denen war das bewusst und sie baten den Herrn, Herr, stärke unseren Glauben. There was Jesus and they understood that he could pray without difficulty. Da war Jesus, sie sahen ihn und sie wussten, dass Jesus ohne Schwierigkeiten beten konnte. He spent long hours in the night in prayer without any difficulty. Er hat viele Stunden in der Nacht im Gebet verbracht, ohne Schwierigkeiten zu haben. And therefore, looking at him, they also asked him, Lord, teach us to pray. Also, und dann sahen sie ihn und schauten auf ihn und dann gingen sie zu ihm und sagten, Herr, lehre uns beten. Okay, so it's the Lord who will teach us, it's the Lord who will give us the grace, the Lord who will accompany us. Also es ist der Herr, der uns beten lehrt, der uns die Gnade schenkt zu beten und der uns im Gebet begleitet. And therefore, one of the things that the Catechism also teaches, reminds us about the difficulties of prayer, is distractions in prayer. Und etwa eine andere Schwierigkeit ist, die der Katechismus uns lehrt, ist der Überdruss im Gebet. We get it in 2729. Wir haben das gesehen im Katechismus unter der Nummer 2729. 2729. Facing difficulties in prayer. Mit den Schwierigkeiten im Gebet konfrontiert zu sein. And there are three articles. The discussion begins this way. The habitual difficulty in prayer is distraction. Oft wird das Beten durch die Zerstreuung erschwert. Okay, do you agree with this catechism or is it outdated?
Ist das veraltet oder stimmt das, stimmt ihr dem zu? When we come to pray, automatically the switch is on and we pray, is it? Also wenn wir zum Gebet kommen, wir schalten um und sofort fangen wir an zu beten. Ist das or, or it is going off and on like a blinking light, is it? Oder geht es immer an, aus, wie so ein Blinklicht? Okay, so that's distraction. And das nennen wir Zerstreuung. And the catechism says, this distraction comes because of our attachment. Comes because of our attachment. What's attachment? Attachment means love for things, love for people. Ach so. Also das kommt, also diese Schwierigkeiten, diese Zerstreuungen kommen, weil wir mit anderen beschäftigt sind, weil wir Liebe zu Menschen oder zu anderen Dingen haben. If a heart is attached to a person or a thing or anything other than Jesus. Also wenn unser Herz anhänglich ist an irgendwas anderes, an eine Ding oder eine Person. This attachment is going to pop up. Dann wird diese Anhänglichkeit immer mehr werden. Yes or no? Yes. Okay, wonderful. So the Lord said, see, the Lord already in His mercy knew that we will have this problem, that we will be serving many masters. Und der Herr in seiner Weisheit weiß um diese Anhänglichkeiten, die wir haben, dass wir immer gleichzeitig mehreren Meistern dienen wollen. And therefore He said in Matthew chapter 6, verse 21, und deswegen hat Jesus schon im Matthäus Kapitel 6, Kapitel Vers 21 gesagt, for where your treasure is, there your heart will be also. Da sagt Jesus, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Where your treasure, where is your treasure, where is your attachment? Treasure means attachment. Where is your treasure? There is your heart. Your heart is linked to that treasure. Also dein Herz hängt an deinem Schatz. My heart gets automatically linked to the things I value. Also mein Herz hängt an den Dingen, die ich verehre. The movement of my heart sorry, the movement of my heart is so spontaneous. Und die Bewegungen meines Herzens, sie sind häufig so spontan. Even without my willing it, my heart moves. Ohne dass ich das manchmal willentlich steuern kann, bewegen sich die Regungen meines Herzens. It is like the kite that is flying with the thread down. Where the thread is pulling, the kite will move that way. Or accordingly. Kite. So wie ein Drache, genau. Wenn ich eine Schnur ziehe, der Drache bewegt sich, can, wie er will. Can control it with the strings, right? Attachment is that way. Ich kann das mit diesen Fäden lenken. So to learn to pray, we have to become aware that we are going through these attachments. Also, um wirklich beten zu lernen, müssen wir uns bewusst sein, dass wir eben diese Anhänglichkeiten, diese Abhängigkeiten haben. And therefore the Lord says, be vigilant. Und deswegen sagt der Herr, seid klug. The Lord knows our difficulty and so He says, I will come to visit you. Und der Herr kennt uns und deswegen sagt er, ich werde euch besuchen, ich werde euch zu euch kommen. I know that your boat is going up and down, there are waves coming over, I will come to save you. Also ich weiß, dass dein Boot hin und her schwankt, dass die Wellen hineinfallen und deswegen werde ich zu dir kommen. I will come to help you, but I will knock on your door. Also ich werde kommen, um dir zu helfen, aber vorher werde ich bei dir anklopfen. Because your freedom and your permission is important for me. Weil deine Freiheit und deine Zustimmung sind so entscheidend für mich. Revelation chapter 3 verse 16, the Lord says exactly this word. Behold, I stand at the door and knock. In der Offenbarung sagt Jesus genau das. Ich stehe an der Tür und klopfe an. If anyone opens the door, I will come and dine with him. Wer mir die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl miteinander halten. So even in the context of prayer, the Lord is there to help us. Also auch beim Gebet ist es so, dass der Herr da ist, um uns zu helfen. He is not someone who is watching from far. Okay, are you praying or not? How many times you got distracted? What are you doing with your life? No. Er ist nicht jemand, der von weit her auf unser Gebet schaut und sagt, da, wie betest du denn da? Und da gibt es Störungen, das ist nicht gut. He is not like a referee who witnesses a match and blows the whistle. Like a referee, like a football match, there is a referee. Also nicht wie ein Schiedsrichter, der schaut, ob wir alles gut machen. You have done a foul and you have done a foul and you have to go out. Also du hast es falsch gemacht, du hast einen Foul gemacht, raus mit dir. The referee does nothing to help the players. Du darfst nicht mehr mitspielen. Except blowing whistles. Except blowing whistles.
Listen. Also er hat keine Pfeife, um uns zurechtzupfeifen. But Jesus, seeing our difficulty, comes to visit us, come to help us, come to know that our dough. Also es ist genau umgekehrt. Jesus, der unsere Schwierigkeiten sieht, er kommt uns zu Hilfe, er geht mit uns. But when he visits us, are we willing to allow him? Aber wenn er uns doch besuchen möchte, wenn er mit uns gehen möchte, sind wir einverstanden? Stimmen wir dem zu, dass er zu uns kommen soll? This is one of the sorrows of Jesus. Und das ist eine Sorge, die Jesus hat. That when he wants to help us, we turn our eyes away from him. Dass wenn er doch kommt, um uns zu helfen, dass wir uns dann von ihm abwenden. In fact, he wept over this habit of ours. Also er weint über diese unsere Angewohnheit. Let's read from Luke chapter 19, verse 44. Luke chapter 19, verse 44. Das lesen wir in Lukas 19, Vers 44. He's speaking about Jerusalem. He says, they will crush you to the ground, you and your children within you, and they will not leave within you one stone upon another. All kind of difficulty is going to happen to Jerusalem. Jesus knows it's going to happen. Why is this difficulty going to happen? He's going to explain. Because you did not recognize the time of your visitation from God. Also da weint er über Jerusalem und sagt, sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf dem anderen lassen. Und warum wird das alles geschehen? Und er gibt die Antwort, denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Du hast nicht gesehen, dass ich dich die ganze Zeit heimsuchen wollte. The Lord knows the difficulties we will encounter if we don't pray. Der Herr weiß, mit was für Schwierigkeiten wir heimgesucht werden, wenn wir nicht beten, wenn wir uns ihm nicht zuwenden. The Lord knows the problems that we will go through when we begin to serve many attachments. Also der Herr weiß, durch was für Schwierigkeiten wir gehen werden, wenn wir alle in diesen Anhänglichkeiten bleiben. When we serve two masters, as the Gospels tell us. So wie dieses Evangelium sagt, wenn wir immer wieder zwei oder drei Meistern dienen. This is what happened to Jerusalem. Und das ist genau das, was in Jerusalem geschehen ist. When the Savior came to visit Jerusalem, Jerusalem turned its face away. Also als der Retter, der Erlöser nach Jerusalem kam, hat sich Jerusalem von ihm abgewandt. It did not recognize the time of its visitation from God. Sie haben die Zeit nicht erkannt, in der der Herr sie heimgesucht hat. In the context of prayer and learning to pray, let us remember God visits us and helps us. Also im Zusammenhang dessen, dass wir lernen wollen zu beten, lasst uns das erkennen, dass Gott wirklich zu uns kommen will und uns im Gebet beisteht. He is not staying away to watch what we do, but he's there to help us. Er ist nicht in der Entfernung und schaut, was wir tun, sondern er ist ganz nah bei uns, um uns zu helfen. But we need to recognize our attachments and decide to serve only Jesus. Also wir müssen unsere Anhänglichkeiten, unsere Abhängigkeiten erkennen und wir müssen uns entscheiden, nur Jesus zu dienen. And like the 10 virgins, the story of the 10 virgins in Matthew chapter 25. Also erinnern wir uns an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25. 5 of them were vigilant. Da waren 5 klug. And 5 of them were not careful, not vigilant. Und 5 waren töricht, dumm. When the bridegroom, when the Lord came to visit them, und als dann der Bräutigam kam, those who were vigilant entered into the marriage feast. Die klug waren, kamen in den Hochzeitssaal. When the Lord visits us, we need to be vigilant. Wenn der Herr uns wirklich besucht, wenn er kommt, dann sollen wir klug sein. We need to be vigilant about the things that are going on in our hearts. Wir müssen klug sein und die Dinge kennen, die in unserem Herzen vorgehen. We need to be vigilant about the things that we see and we hear. Wir sollen klug sein in den Dingen, die wir hören und sehen. In psychology, I don't know whether it is, I forget who is the author who said, he says there are 2 dogs in our hearts. There are 2 dogs. Also in der Wissenschaft sagt man, es gibt 2 Hunde in unserem Herzen. Okay, the good dog and the bad dog. Einen guten Hund und einen schlechten Hund. And you become the person you feed. Und du bist derjenige, der die Hunde in dir füttert. If you feed the bad dog, it will go bite everyone around.
Und wenn du den schlechten Hund in dir fütterst, dann wird er in dir herumgehen, Platz in dir einnehmen. And if you feed the good dog, he will be gentle and kind. Und wenn du den guten Hund in dir fütterst, dann wird er freundlich und so what is going in me is important. Also das, was in mir vorgeht, wie es in meinem Inneren ist, das ist so wichtig. What I watch, what I listen, what I am used to, what I like to, what I, you know, from my past time, what I engage in, all this counts. Also das, was ich schaue, was ich höre, was ich gerne mag, alle diese Dinge, was ich in meinem Inneren zulasse, sind wichtig, entscheidend. In other words, prayer does not begin just at the moment of prayer. Also das heißt, das Gebet beginnt nicht in dem Augenblick, wo ich anfange zu beten. Spiritual authors tell us, prayer has two preparations, two types of preparations. Also die geistlichen Lehrer sagen, das Gebet hat zwei Arten der Vorbereitung. The proximate and the remote, near and far. Also die nähere Vorbereitung und die weitere Vorbereitung. The near preparation is to have a place to enter the church, to open the book, to look at the Blessed Sacrament. We are aware of that. Also die nähere Vorbereitung ist, dass wir einen Platz haben, dass wir in die Kirche gehen, dass wir uns vor das Allerheiligste setzen, vielleicht die Bibel öffnen. It's much more easy with the near preparation. Also das ist die nähere Vorbereitung, die ist eigentlich ganz einfach, die kennen wir but alle. But the other preparation is more important. Aber wichtiger ist eigentlich die andere Vorbereitung, die weiter weg ist. The remote preparation. Die weiter weg ist. Which means, if I want to pray tomorrow, I must begin today. Also das heißt, wenn ich morgen beten will, dann muss ich heute anfangen, mich vorzubereiten. If I want to participate in the Mass tomorrow, I need to prepare for it much earlier. Also wenn ich morgen an der Heiligen Messe teilnehmen will, muss ich mich schon weit vorher vorbereiten. If I want to grow in my prayer, I don't just begin to pray, but I must prepare for it. Also wenn ich mit meinem Gebet beginnen möchte, muss ich nicht einfach jetzt anfangen, sondern ich muss mich schon vorher vorbereitet haben. I need to be vigilant about my life in general. Ich muss klug sein, mich mit meinem eigenen Leben auszukennen. So this is another difficulty that the Catechism is telling us when we begin to pray. Das ist eine weitere Schwierigkeit, die uns der Katechismus lehrt, die es einfach da ist, wenn wir anfangen wollen zu beten. And therefore the answer is vigilance and seeking God's ways when he comes. Also die Antwort darauf ist wirklich Klugheit und die Wachsamkeit, Gottes Wege zu kennen, wenn er kommt. Psalm 27, Verse 8. Dann nehmen wir den Psalm 28, nee, 27. Verse 8. Psalm 27, Vers 8. The psalmist says, your face, O Lord, I seek. Verse 8. Sucht mein Angesicht, dein Angesicht, Herr, will ich suchen, heißt es in diesem Vers. So everyone is invited to seek the face of the Lord. Also jeder ist eingeladen, das Angesicht des Herrn zu suchen. To stay vigilant. Und klug zu sein. And to look at him with love. Und den Herrn liebevoll anzuschauen. And when he knocks, to allow him to come. Und wenn er klopft, dann erlauben wir ihm und dann laden wir ihn ein zu kommen. Another difficulty that we can normally experience in prayer is something called dryness in prayer. Und eine andere Schwierigkeit, die wir auch im Gebet kennen oder kennenlernen, ist die Trockenheit im Gebet. About dryness, the Catechism says it could be dryness that is part of a growth in prayer. Und der Katechismus sagt, dass diese Trockenheit auch ein Zeichen des Wachstums im Gebet ist. In other words, when we grow and advance in prayer, we may experience dryness. Also das heißt, wenn wir im Gebet fortschreiten, wenn wir reifer werden im Gebet, dann werden wir eine Trockenheit erleben. Like the Lord may just leave us for some time to see what we do. So dass der Herr uns eine Zeit lässt, wo wir sehen, was wir wirklich tun. Mother Teresa of Calcutta spoke about 50 years of dryness in her book. Mhm. Mutter Teresa hat in ihrem Buch die dunkle Nacht, in ihrem Buch von diesen 50 Jahren der Trockenheit gesprochen. Even when she was receiving the greatest of awards and being acclaimed by everyone, she experienced internal dryness. Selbst als sie Zuspruch und Anerkennung von überall her bekam, hat sie in ihrem Inneren so viel Trockenheit erlebt. And she writes, where is Jesus? Und sie schreibt in diesen Zeiten, wo bist du, Jesus? I couldn't find him within me. Ich kann dich nicht finden. But
That doesn't mean that she gave a prayer, carried on prayer, because this is the way God makes us into saints. Also das heißt aber nicht, dass sie dann aufgehört hat zu beten, sondern sie ist im Gebet vorgefahren. Das ist der Weg, wie der Herr uns führt zur Heiligkeit. When all visible signs and consolations are absent, God is preparing a greater harvest for us. Also wenn alle äußeren und sichtbaren Zeichen wegfallen, dann bereitet Gott uns für etwas Größeres vor. But for most of us, that is not the issue. For most of us, this type of dryness of the saints is not a problem. Okay, also für die meisten von uns ist diese Art von Trockenheit nicht das Problem, weil wir gar nicht so. So the catechism puts another word for us: this dryness, this lack of interest, this distaste for prayer calls for another action. Distaste, lack of taste, lack of interest. Also für uns ist es mehr ein Desinteresse am Gebet. I pray, I have no fruits. I pray, I have no results. I don't pray anymore. This type of attitude. Bei uns ist es mehr so, ich bete, aber ich sehe keine Früchte, also höre ich auf zu beten. When I come to prayer, I'm like a dry stick. It doesn't grow. There are no fruits. Also ich gehe zum Gebet und ich komme mir vor wie ein trockenes Stück Holz und ich sehe keine Früchte. And those who work as farmers, you know, dry sticks don't serve you. You throw it away. You put it into fire. Also und die von euch, die irgendwie im Garten oder der Landwirtschaft sind, die wissen, dass trockene Stöcke keine Frucht bringen und dass man sie wegwirft. And therefore most of us close this chapter of prayer and says, this is not for me. This doesn't work. Und viele von uns klappen dann zu und sagen, das funktioniert nicht, ich höre auf. Here the catechism identifies our difficulty in 2732. We have been speaking about it. 31. It says this difficulty can be overcome only through conversion. Also und der Katechismus sagt, diese Schwierigkeit im Gebet können wir nur überwinden durch Umkehr. This type of dryness is not a sign of growth. Diese Trockenheit ist nicht ein Zeichen des Wachstums. This needs a U-turn. Es bedarf einer Umkehr. As Saint Augustine would say, I have been walking away from God and now I need to turn and walk towards God, a U-turn. Also der heilige Augustinus würde sagen, ich bewege mich von Gott weg, ich gehe nicht mehr auf Gott zu, also muss ich mich umkehren. Because I made my heart full of thorns and thistles and rock that the roots of prayer could not go down. Also mein Herz ist voller Steine und Beschwernisse, so dass die Wurzeln des Gebets nicht wirklich Wurzeln fassen können. The seed of the word of God could not take roots in me because I made my heart so tough. Also mein Herz ist so verhärtet, dass die Wurzeln des Wortes Gottes nicht wirklich in mein Herz eindringen. And therefore I need to convert. Deswegen muss ich mich bekehren. I need to go back. Ich muss umkehren. I need to hear God's word. Ich muss das Wort Gottes wieder hören. I need to confess my sins. Ich muss meine Sünden bekennen. I need to say, Lord, have mercy. Ich muss sagen, Herr, erbarme dich meiner. Lord, I will change my ways. Herr, ich will meine Wege ändern. I will seek your face. Ich will dein Angesicht suchen. I will stop 1, 2, 3, 4 and come back to you. Ich werde diese Dinge, die ich tue, 1, 2, 3, 4, ich werde sie aufhören, ich werde mich dir umkehren. Only with this decision can we grow in prayer. Nur mit dieser Entscheidung können wir im Gebet wachsen. Let's come back again to the Gospel passage. Please take those who have the Bibles. Matthew chapter 6. Also wer eine Bibel hat, kann sie nehmen und im Matthäus 6. Kapitel aufschlagen. Verses 5 to 8. Die Verse 5 bis 8. Matthäus 6. Matthew 6, verses 5 to 8. Matthäus 6, 5 bis 8. I read in English. And whenever you pray, do not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, so that they may be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward. But whenever you pray, go into your own room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. When you are praying, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him.
Also da heißt es, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen oder in die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So the Lord is teaching us how to pray. Also der Herr lehrt uns, wie wir beten sollen. He is going to give us his word. Er gibt uns sein Wort. And we need to accept and convert ourselves. Also wir sollen das Wort annehmen und sollen uns bekehren. Because only God's word will stand. Nur das Wort Gottes bleibt. In Prophet Isaiah chapter 40 verses 6 to 8 we read this way. A voice cries out, and I voice says, cry out, and I said, what shall I cry? All people are grass. Their constancy is like the flower of the field. A grass withers, the flower fades, when the breath of the Lord blows upon it. Surely the people are grass. The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever. You can read verse 8, 48. Und im Jesaja 40 ab Vers 8 lesen wir, eine Stimme sagt, verkünde. Ich fragte, was soll ich verkünden? Alles Sterbliche ist wie Gras und all seine Schönheit ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Atem des Herrn darüber weht. Wahrhaftig, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Doch das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. So we shall repeat that word again together. The word of our God will stand forever. Wir wiederholen gemeinsam das Wort. Das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Alle gemeinsam. Das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Raise your right hand and say with conviction your mind once again. Also erhebt eure rechte Hand und sagt es voller Überzeugung. Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Once again, bitte. Noch einmal. Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. If we want to pray, wenn wir beten wollen, if you want to grow in prayer, wenn wir im Gebet wachsen wollen, we need to go back to the Word of God. Dann müssen wir zurückkehren zum Wort Gottes. It invites us to conversion. Das Wort Gottes lädt uns ein zur Umkehr. It invites us to seek God's face. Es lädt uns ein, das Angesicht Gottes zu suchen. It invites us to desire what God desires. Und das, es lädt uns ein, wirklich Verlangen nach dem zu haben, was Gott verlangt. It aligns our will with God's will. Und es vereint unseren Willen oder macht unseren Willen dem Willen Gottes gefügig. And therefore, when this alignment takes place, we also pray. Und wenn das, wenn das passiert, dass unser Wille mit dem Gottes, mit dem Willen Gottes übereinstimmt, dann sind wir im Gebet. Yesterday we spoke about God has got a plan for us from Jeremiah chapter 29 verse 11. We said God has got a plan for us. Gestern haben wir in Jeremia 29, 11 gelesen, dass Gott einen Plan für uns hat und einen Plan des Heils. You can read it again. Jeremiah chapter 29 verse 11. Wir können es noch einmal lesen. Jeremia 29, 11 ist das. 11, which says, for surely I know the plans I have for you, says the Lord, plans for your welfare and not for harm, to give you a future with hope. Da sagt der Herr, ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Spruch des Herrn, Pläne des Heils und nicht des Unheils, denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. So God has got a will for me, in other words, simple words, God has got a plan for me. Also Gott hat seinen Willen für mich. In anderen Worten, er hat einen Plan für mich. He has not just created me just like that. Er hat mich nicht einfach so erschaffen. Ephesians chapter 2 verse 10 teaches us. Ephesians chapter 2 verse 10 teaches us. Und dann lehrt uns der Epheserbrief im zweiten Kapitel Vers 10 about this plan of God. Über diesen Plan Gottes. And it says this way, for we are what he has made us, created in Christ Jesus for good works.
Da heißt es, seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. We have not been just created for, you know, just to exist, but we are created for good works that as God has already seen before he created me. Also wir sind nicht einfach nur so geschaffen, um zu existieren, sondern wir sind geschaffen, um die guten Werke zu tun, die Gott schon für uns vorbereitet hat. In Christ I am asked to, I am called to do those good works according to God's plan. In Christus bin ich dazu berufen, diese guten Werke gemäß dem Plan Gottes zu tun. What is this good work, we may ask? Wir fragen uns vielleicht, was sind denn diese guten Werke? This good work we can distinguish when we also know what is bad works. Also, das können wir ganz gut erkennen, wenn wir uns fragen, was sind denn die schlechten Dinge? A good teacher always gives examples. Ein guter Lehrer gibt dazu immer Beispiele. The Bible is our teacher and the Bible also speaks about bad works. Und weil die Bibel, die Heilige Schrift, unser Lehrer ist, darum spricht die Heilige Schrift eben auch über diese schlechten Dinge. It in fact uses not the word bad works, but it speaks about dead works. Dead. Es spricht über die, nicht über die schlechten Dinge, sondern über die toten Werke. Let's read Hebrews chapter 6, verse 1. Das finden wir im Hebräerbrief, 6. Kapitel, Vers 1. Therefore let us go on toward perfection, leaving behind the basic teaching about Christ and not laying again the foundation, repentance from dead works and faith towards God. Darum wollen wir beiseite lassen, was man zuerst von Christus verkünden muss und uns dem Vollkommenen zuwenden. Wir wollen nicht noch einmal den Grund legen mit der Belehrung über die Abkehr von toten Werken, über den Glauben an Gott. So the word is here inviting us or reminding us that we cannot be satisfied by primary teaching only. Also das lehrt uns hier, dass wir nicht einfach zufrieden sein können mit grundlegender Belehrung. The catechism that we listened to when we were listening to First Communion class or marriage class, not enough. Also wir können nicht zufrieden sein mit dem Katechismus, den wir in der Grundschule gelernt haben. What was the time when we listened to catechism class? I don't know. Do we have catechism sessions? Ja, yes, but okay. Not so good. So the Word of God says we need to leave behind, or we cannot be satisfied by those basic things, basic prayers. Basic things. No, we need to move forward. If you want to grow in prayer, if you want to grow in spiritual life, move forward. Also, um wirklich im geistlichen Leben zu wachsen, im Gebetsleben zu wachsen, können wir uns nicht zufrieden geben mit den grundlegenden Dingen, die wir vielleicht in der Grundschule gelernt haben. If I don't eat solid food and if I carry on drinking milk, I cannot be a strong man or a woman. Also, wenn ich immer dabei bleibe, nur Milch und Pudding zu essen, dann kann ich nicht stark werden. Paul spoke about it, says, when you were children, you drank liquid food, milk, liquid food. But now you're strong, you need to eat solid food. Also, Paulus hat es gesagt, als ihr jung wart, als ihr klein wart, da habt ihr Milch und flüssige Nahrung zu euch genommen. Aber jetzt seid ihr herangewachsen, jetzt müsst ihr feste Nahrung essen. Some time passed, we thought that knowing prayers, attending mass was good enough. Es vielleicht war es in unserer Vergangenheit so, dass wir auch gedacht haben, ja, die Gebete zu beten und ab und zu zur Messe zu gehen, das reicht für ein gutes christliches Leben. I am a good Catholic because I go for mass. Ich bin doch ein guter Katholik, weil ich zur Messe gehe. The word of God says that's only milk. Aber das Wort Gottes sagt, das ist nur Milch. If I want to really know what is the Eucharist is, I need to prepare myself. Also, wenn ich wirklich wissen will, was in der Eucharistie passiert, was die Eucharistie ist, dann muss ich mich vorbereiten. I need to receive the solid teaching that the Lord is giving through his word. Ich muss wirklich die Lehre empfangen, die der Herr uns gibt durch sein Wort. Otherwise I can go and come back and remain the same. Sonst gehe ich hin und komme wieder und es bleibt dasselbe. I can carry on with my practices which become dead. Ich mache meine religiösen Praktiken einfach so weiter, aber ich bin not making me grow. Ich wachse nicht im Glauben. Not making me fruitful. Ich bin dann auch nicht fruchtbar. Not making me convinced of my Christian faith. Und ich bin nicht mal überzeugt von meinem christlichen Glauben. When something comes, I waver. Und wenn dann irgendwas kommt, dann schwanke ich hin und her. I begin to say, this is okay. Ich sage dann, ja, ich glaube, ich bin in Ordnung. I begin to say, even that is okay.
Und ich sage selbst zu den Dingen, die nicht in Ordnung sind. I begin to say, you play your drama, I play my drama, everything is okay. Und dann sage ich, du spielst dein Drama, ich spiele mein Drama, ist alles in Ordnung, jeder macht so, wie er will. And the third drama is standing alone. God is waiting for whom will I send to evangelize the world, because everyone is in our own drama. Also, und das Theodrama, also Gott steht da und wartet alleine und fragt sich, wen soll ich denn, wo soll ich denn senden, wenn jeder sein eigenes Spiel spielt? God so loved the world that he sent his only son to save the world. Aber Gott hat doch die Welt so sehr geliebt, dass er uns seinen einigen Sohn gesandt hat, um die Welt zu retten. Today he wants to save the world through us. Und heute möchte er die Welt retten durch uns. And therefore he wants to fill us with solid teaching. Und deswegen möchte er uns mit dieser reinen Lehre füllen. So that our convictions are made in the right way. So dass unsere Überzeugungen in richtiger Weise wachsen. There's a transformation in our thinking and in our attitudes. Also es braucht eine Transformation, eine Umwandlung in unserem Denken und in unseren Eigenschaften. Formed through the listening and meditation of the Word of God. Und das geschieht eben, indem wir das Wort Gottes hören, indem wir das Wort Gottes betrachten. Dadurch geschieht eben diese Umwandlung in uns. When we speak about the Catechism book of the Catholic Church, the CCC, we are actually speaking about the Word of God given to us in ways that we can understand. Also, und wenn wir über den Katechismus der katholischen Kirche sprechen, dann sprechen wir wirklich darüber, und dann spricht der Katechismus darüber, dass uns das Wort Gottes gegeben ist, um uns zu lehren, um uns zu belehren. So we are going to eat some hard food now. Also, jetzt sind wir dabei, dass wir wirklich feste Nahrung zu uns nehmen. Can we all stand up, otherwise we begin to sleep. Also stehen wir einmal auf, sonst fangen wir gleich an zu schlafen. Halleluja! Halleluja! Please stand up. Okay. Steht Can you sing something? Is anyone there to help us to sing? Ist oben jemand da, dass wir singen können? Ja klar. Yes. Because we are going to eat some hard food and therefore we need some energy. We need to drink some water. We need some relaxation. We need some preparation. Also wir wollen jetzt feste Nahrung zu uns nehmen und da brauchen wir etwas Vorbereitung. Das heißt, wir müssen jetzt ein gutes Lied singen. We want to ask the Spirit of the Lord to give us that enthusiasm to eat this hard food, which we are not used to. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns vorbereitet, dass wir bereit sind, diese feste Nahrung zu uns zu nehmen, die wir nicht gewohnt sind zu essen. And then we shall raise the name of Jesus in prayer and in praise, the devils flee and the obstacles cease to disturb us. Und wenn wir jetzt den Herrn im Lied und im Gebet lob preisen, dann verschwinden auch die bösen Mächte, die uns im Gebet stören wollen. Okay, wonderful. 362. Ich bin
Amen. Amen. Please be seated. Nehmt bitte Platz. We are going to make a little meditation on the prayer that Jesus taught us. Also, wir wollen jetzt ein bisschen nachdenken über das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. But to learn about that prayer and to understand the depth of that prayer that Jesus taught us. Aber um es wirklich zu verstehen und in die Tiefe einzugehen in dieses Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. We need some background. Brauchen wir ein bisschen einen Hintergrund. What is the context in which Jesus taught the disciples to pray? Was war der Zusammenhang, der Hintergrund, warum Jesus seinen Jünger beten gelehrt hat? What is the reason why Jesus taught them this is the way to pray? Warum hat Jesus ihnen gesagt, das ist der Weg, wie ihr beten sollt? Because he knew that the prayer very often of the disciples and people of his time, the Pharisees and the Sadducees and others, were not in the right order. Weil er wusste, dass das Gebet der Leute in seiner Zeit, der Pharisäer und der Sadduzäer und alle anderen, nicht in der richtigen Ordnung sozusagen. We already heard about in Matthew chapter 6 verse 5 to 8, we read about it, that you use too many words. Und wir haben das vorhin schon gehört in Matthäus 6. You are heaping up empty words, Jesus said. Ihr macht leere Worte, ihr plappert wie die Heiden, hat Jesus gesagt. You don't believe before you ask that God has already given you. Ihr glaubt nicht, dass euch das Gott euch schon das gegeben hat, bevor ihr gefragt habt. Jesus knew that the God to whom they were praying was not the right God. Jesus wusste, dass der Gott, zu dem sie beteten, nicht der wahre Gott war. In other words, their conception about God was not correct. Also in anderen Worten, das Konzept, die Vorstellung, die sie von Gott hatten, war nicht die richtige. Maybe they thought about a God who punishes. Sie hatten vielleicht die Vorstellung von einem Gott, der sie bestraft. A God who is the referee. We spoke also about it. Also ein Gott, der wie ein Schiedsrichter ist. A God who is watching. Ein Gott, der beobachtet. A God who must be pleased by things. Also ein Gott, dem wir durch irgendwelche Dinge, die wir tun, gefallen sollen. A God who is not generous. Ein Gott, der nicht großzügig ist. A God who is very stingy with his gifts. Ein Gott, der sehr geizig ist mit dem, was er uns geben will. So Jesus destroys systematically all such thinking and teaches them to pray. Und diese Dinge hat Jesus so nach und nach in dem Denken und in dem Handeln zerstört oder ja und lehrt eben das richtige Beten. Matthew chapter 6 verse 8, we shall read that again. Jesus says, your father knows what you need before you ask him. Und in Matthäus 6 lesen wir das nochmal. Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn darum bittet. The idea of father in Jesus is very special. Die Idee Jesus über seinen Vater ist schon sehr besonders. In fact, Luke will speak about the image of God as our father. In der Tat ist es Lukas, der über das Bild Gottes als unserem Vater spricht. And here in Luke chapter 11 verses 10 onwards we have these words. In Lukas 11, 10 folgende haben wir genau diese Worte. I'm reading from Luke 11:11. Is there anyone among you, if your child asks for a fish, will give a snake instead of a fish? Or if the child asks for an egg, will give a scorpion? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more the Heavenly Father will give you? Also wir lesen Lukas 11:11. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? There are many fathers and mothers sitting here. Ich sehe, hier sitzen viele Väter und Mütter. When our little children asked us for something good, wenn eure Kinder euch um etwas Gutes gebeten haben, like a fish or an egg, wie ein Fisch oder ein Ei, or a sweet or something else, eine Süßigkeit, we gave them snakes and scorpions, haben wir ihnen dann Schlangen oder Skorpione gegeben?
Yes or no? Ja oder nein? No. Nein. Jesus says, you are sinners, you are wicked people, but yet you know how to give good gifts to your children. Ihr seid Sünder, ihr seid schlechte Leute, aber ihr wisst, dass ihr euren Kindern etwas Gutes gebt. We are evil, and yet we know when our children ask, we give them. Wir sind manchmal böse, aber wir wissen, wenn unsere Kinder uns bitten, dass wir ihnen was Gutes geben. In the missions of India, where I worked for several years, I come across many poor families. Als ich in meinem Auftrag in Indien gearbeitet habe, hatte ich mit vielen armen Familien zu tun. And one of the concerns of the family, even though they are poor, is to send their child to a good school. Und da war es so, selbst wenn die Familien auch noch so arm waren, hatten sie die Absicht, ihre Kinder zu einer guten Schule zu schicken. An ordinary father and mother are ready to tighten their belts. Und selbst die Väter, wenn sie selber arm waren, sie haben ihren Gürtel noch enger geschnallt, um ihren Kindern was Gutes zu tun. To control all their desires for enjoyment. Und damit sie den Kindern was Gutes tun. And live a very, very strict life. Sie haben ein sehr, sehr ernstes und armes Leben. So that they can save enough. Und dass sie selber genug sparen können, to send their children to school. Damit sie ihre Kinder auf eine Schule schicken können. Jesus looks at us and says, "You who are evil, you know how to do these things." Genau das sieht Jesus und sagt, ihr, die ihr schon böse seid, wisst, wie ihr euren Kindern etwas Gutes tun könnt. Therefore, the image of God is a father who is much more generous, much beyond our imagination. Aber unser Vater lehrt Jesus uns, ist weit mehr als das, wie wir uns vorstellen können. His goodness is beyond my calculation. Seine Güte, seine Liebe ist über unser Verständnis hinaus. And therefore he knows how to give me good things. Und er weiß, uns das Gute zu geben. He gives me even before I ask. Er gibt mir schon, bevor ich ihn darum bitte. The children ask and we give, but the Father gives us before we ask. Also die Kinder bitten uns und wir geben ihnen etwas. Aber unser Vater gibt uns schon, bevor wir ihn bitten. This is the image of God that Jesus is presenting before us. Und das ist eben das Bild Gottes, was Jesus uns gibt. And therefore Luke continues to tell us how much more the Father will give the Holy Spirit to those who ask him. Und deswegen sagt Jesus im Lukas-Evangelium, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. The best gift that the Father can give is the gift of the Spirit through das Jesus. Das beste Geschenk, was der Vater im Himmel uns geben kann, ist der Heilige Geist, den er uns durch Jesus gibt. There is nothing more that I can receive than the Holy Spirit. Es gibt nichts Größeres, was ich empfangen kann, außer den Heiligen Geist. And the Father is willing to give me the Holy Spirit if I really desire. Und der Vater möchte uns den Heiligen Geist geben, wenn wir wirklich Verlangen danach haben. Okay, so with this goodness of the Father behind us, Jesus makes a revolution in the wordings of the prayer that he's going to teach us. Also und mit diesen Gedanken im Kopf, mit dem Hintergrund. Bereitet also Jesus sozusagen eine Revolution im Gebet mit dem, was er lehrt. Can you tell me what is the revolution in the wordings that Jesus introduces in prayer? Also könnt ihr sagen, was es in der Sprache verändert, diese Revolution in den Worten, die Jesus uns im Gebet lehrt? Yes. Vater. Our Father. Exactly. Vater. Genau. Wir sollen Gott unseren Vater nennen. God is not someone to be feared, but his Father. Gott ist nicht jemand, vor dem wir Angst haben sollen. Gott ist Vater. He uses the word Abba. Er gebraucht sogar das Wort Abba, Papa. Oh, Papa, okay, you have Papa, Daddy, Papa, very good. A very affectionate word. Also es ist ein sehr emotionales Wort. A very intimate word. Ein intimes Wort. And this is the revolution Jesus introduces. Und das ist wirklich diese Revolution, diese Veränderung, zu der Jesus uns einlädt. So we can only learn about prayer when we have a better, clearer image of the goodness of God. Also wir können wirklich nur richtig beten lernen, wenn wir dieses gute Bild von Gott haben. And if we want to transform our mentality, transform our thinking about God's goodness, we need God's word.
Und damit wir wirklich unser Denken auf die Güte Gottes hin ausrichten, dahingehend verändern, dafür brauchen wir wiederum das Wort Gottes. In the letter of St. Paul to the Romans, chapter 12, verse 2, Paul tells us, transform your mind through your thinking. In Römer 12,1 sagt Paulus, wandelt euch durch ein neues Denken. The better the thinking, the better the attitude, the better the way in which we understand God. Also wenn wir uns wirklich unser Denken wandeln, können wir auch Gott besser verstehen. So to challenge our thinking and to challenge our attitude, we have the Word of God for us. Und wirklich, um unser Denken und unser Wollen wirklich zu verändern, haben wir das Wort Gottes. Every word that we listen to, every word that we share is like a hammer that is going to form our thinking. Also jedes Wort, das wir wirklich hören, das wir wirklich in uns aufnehmen, das wir wirklich mitteilen, ist wie ein Hammer, der an unser Gedächtnis klopft und unser Denken verändert. Prophet Isaiah says, my word is like the snow and the rain that comes down. Im Jesaja heißt es, mein Wort ist wie Regen und Schnee, der vom Himmel fällt. The rain comes down and the snow comes down, produces effect. Also der Regen und der Schnee fällt zur Erde und hat seine Wirkung. Similarly, my word will produce its desired effect. Und genauso ist es mit meinem Wort. Es bewirkt, was es will. And the effect is to break and to mold and to transform us. Die Wirkung des Wortes Gottes ist, dass es uns bewegt, dass es uns durchdringt und uns verändert. So that we can be the children of this loving God. So dass wir wirklich Kinder dieses liebenden Gottes werden. And we can call him as our Abba, our Papa. Und wir können ihn wirklich rufen, Abba, Papa. And we can take the liberty and the freedom of being children. Und wir können wirklich in diese Freiheit der Kinder Gottes eintreten. I conclude with the last verse, John chapter 1, verse 12. Und ich höre auf mit dem letzten Wort, Johannes. Chapter 1, verse 12. Johannes 1, Vers 12. It says, those who believed in him, all those who received him, who believed in his name, he gave them the power to become children of God. Da heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. By believing in the word of God that we receive, we become children. Wenn wir dem Wort Gottes glauben, das wir empfangen, dadurch werden wir Kinder Gottes. And when we are God's children, and when we know that we are his children, everything is moving forward. Und wenn wir Kinder Gottes sind und wenn wir vor allen Dingen wissen, dass wir Kinder Gottes sind, dann bewegt sich alles vorwärts. Our life is a new reality. Dann ist unser Leben eine neue Wirklichkeit. And we begin to live our Christian identity. Und dann fangen wir an, wirklich unsere christliche Identität zu leben. As children and not as slaves.